Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Battlefield Hardline Beta. Wir zocken jetzt eine zweite Runde wieder in Heist. Ja, beim nächsten Mal können wir auf jeden Fall mal den anderen Modus ausprobieren, wenn ihr das möchtet. Ansonsten erstmal großes Dankeschön an euer Feedback in Folge 1. Wir machen, wie gesagt, jetzt so ein bisschen weiter. Und ich zeige euch noch so ein bisschen. Wie gesagt, in der ersten Folge, ihr dürft jetzt skillmäßig absolut nichts erwarten von mir. Das wird auch nicht besonders viel besser, wenn es überhaupt ein Ticken besser wird. Denn, wie gesagt, ich bin nicht gut und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Ich habe die ganze Zeit über seinen Scheißschädel geballert. Wie gesagt, ich bin nicht gut, es wird sich nicht ändern, es soll einfach nur so ein bisschen was zeigen vom Spiel für euch. Und das ist der Hauptgrund, ja, das ist die Hauptmotivation. Ich spawn mal jetzt bei dem hier. Den habe ich geil abgestaubt. Irgendwas trifft mich von hinten. Fuck. Moment. Meine Scheißlampe standardmäßig an? Yes, hab ich den. Da war doch gerade ein Punkt auf der Map, Alter, ich dreh voll durch. What the fuck? Ich blick hier gerade. Ich blick gar nicht durch bei dem Modus, ich blick auch gar nicht durch. Recover the bag, alles klar, okay, haben wir. Oh shit. In der ersten Folge wurden ja schon wieder bei manchen Kommentaren, da kannst du dir echt nur den Kopf schütteln. Ich hab's auch extra am Anfang betont für die Leute, die wirklich zu faul sind, aufzupassen, dass ich das wirklich nur für PS4 habe und ich glaube, es ist auch nur für PC und PS4 zu haben. Ich weiß nicht, was sonst ist. Trotzdem kommen natürlich die Fragen. Ja, ist für auch PS3? Auch die Xbox. Wie kann man das downloaden? Und was natürlich. Ich habe einen Baseballschläger. Ja, stimmt, das hat man ja in der Präsentation gesehen. Und was natürlich auch sehr lustig ist, da stand die Frage, ob die Grafik so bleibt. Leute, das ist eine Beta. Es ist eine Beta, das heißt, das Spiel ist noch nicht vollständig zu Ende gebracht. Und wie wir das heutzutage kennen bei Games, wird das zum Release wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Bestes Beispiel Battlefield 4 und im Prinzip eigentlich sehr, sehr viele andere Spiele. Die kommen meistens nie wirklich auf den Markt, wenn sie 100% fertig sind, sondern 90% reichen auch. So in dem Sinne. Leider denken so viele. Und wenn ich das Auto da treffe gerade, das wäre heftig. Also weit nach unten kann ich nicht zielen. Oh, was ist das denn hier? What the fuck? Ernsthaft? Geil! Woo! Ey, das wird nicht gut enden, wa? Es wird nicht gut enden! Kann man irgendwie Außensicht machen oder sowas? Oh fuck! Oh shit! Oh, raus hier! Ich kann das selber nicht. Das war mein erster Helikopterflug. Und den ich nicht mal wollte. Ich muss da mal jetzt dahin, wo die Action ist.
Boah, dem habe ich gut gegeben. Boah, was? Hat mal was getroffen, der Junge. Scheiße, Mann, wo ist meine Granate denn geflogen? Was war da denn los? Ich hab da doch voll die Granate reingeschrot. Ja, ich bin eigentlich mit der P90, bin ich eigentlich recht zufrieden, obwohl die, ja, sind wir mal ganz ehrlich, nicht natürlich die beste Wahl ist für diesen Bereich hier, für so eine Map. Ja. Aber wie kann ich das eigentlich ausschalten, dass meine Taschenlampe immer automatisch an ist? Erstens brauche ich die Taschenlampe nicht, mein Gott. Und zweitens habe ich immer den Eindruck, dass sie mich zu krass verrät. Ich hab ihn! Irgendwann habe ich da rausgeballert. Oh Mann! Shit. Ja, diese Runde ist gefühlt aber besser als die letzte. Kann natürlich auch nur mein Gefühl sein. P90, ja, wie gesagt, Flashlight. Kann ich ja einfach mal wegmachen. Brauche ich einfach gerade nicht. Baseballschläge. You got it. Ja. Da bewegt sich einer. Da war doch einer. Was ist denn jetzt los? Achso, ich dachte, der Server wäre abgekackt. Oh fuck, man! Oh Gott, die Server laufen gerade nicht so. Ne, die laufen ja gar nicht gerade. Ach du Scheiße, Mann. Hier bricht gerade alles zusammen. Na mal, komme ich hier irgendwie auf der anderen Seite auch hoch? Ah, du kleiner Hinleger. Er hätte auch eine Unterstützung. Aber warte mal, ich hole mir meine andere Waffe. Leider laufen die Server echt gerade nicht so geil. Aber was anderes kann ich mir gar nicht holen. So, ich hole mal die jetzt einfach. Ah, was ist das hier? Ja, du, tun wir das auch noch ran? Warum nicht? Ja. Ja. Alles klar. Oh, also super. War die Runde direkt zu Ende. Wir haben gewonnen. 5 Tode, 5 Kills. Ja, nicht besonders berauschend. Aber ja. Ich habe mein Bestes getan. Auf jeden Fall. Das kann ich von mir behaupten. Ich habe mein Bestes gegeben. Na gut, Leute, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wie gesagt, danke nochmal für euer Feedback in Folge 1. Wenn ihr noch mehr sehen wollt von der Beta, lasst es auf jeden Fall mich wissen in den Kommentaren und lasst auf jeden Fall auch mal nochmal eine Bewertung da, wenn ihr möchtet. Ansonsten, danke fürs Zuhören, haut rein und tschüss!